So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Apollo hier auf meinem Kanal. Genau, heute wollten wir eigentlich, ich weiß nicht, was wir eigentlich heute machen wollten. Ich zeige euch richtig viel hier. Heute, ich habe nicht richtig viel auch offscreen gebaut. Und wer es euch weiß hier, Jonas30.shop hier, die gute alte Franzl Merch hier. Das ist richtig cool, vor allem die Dings hier, die, lol, warte, was bist du? Hallo? Oh, lol, ist so ein Dings aus Karriere? Lol, was ist das? Windrune, was machst du? Oh, Windstuff, warte mal. Windstuff, kann man enchanten? Was? Ein Dings? Ein Windstuff kann man draus machen? Ich glaube, das ist so ein Magiestab. Oh, lol, kann ich gleich machen? Lol. Also Windrune, okay. Ja, wie gesagt, hier, Franzl Merch, 30.shop hier. Gibt es ja richtig coole T-Shirts hier. Und Hoodies, für die kalten Zeiten hier im Winter, falls bei euch schon kalt ist oder so. Keine Ahnung, wenn bei euch schon Schnee liegt oder so, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben oder so, ob bei euch schon Schnee liegt. Und hier sind noch Federmäppchen, richtig cool mit dem Design. Und die Tassen finde ich richtig cool. Ich habe die auch schon in Real Life, ich trinke immer Kakao draus. Und ist richtig cool mit so kleinen Akzenten hier, so blau, ich finde es richtig cool. Wie gesagt, Jonas30.shop. Genau, das nächste, was ich zeigen wollte, ist eigentlich hier, ja, den Franzl, ich habe den jetzt weitergebaut. Hier oben habe ich noch ein bisschen, war ich ein bisschen gestruggelt hier, weil ich habe das mit Dirt zugebaut, weil das sieht eh keiner drinnen. Mir ist aufgefallen, da drinnen spawnen Monster, deswegen habe ich es letztens noch ausgeleuchtet. Und hier ist das Franzl-Design nach oben. Ja, wie gesagt, 230.job hier. Und ja, da habe ich noch mit Dirt baut und sonst eigentlich nur die Seite ist eigentlich fertig, die Wand. Und die anderen Seiten sind eigentlich noch gar nicht fertig hier. Und das habe ich jetzt erstmal gebaut. Das ist ein kleines Haus. Das werde ich in den nächsten Folgen hier verraten. Und genau, jetzt kommen wir zu den Fanarts hier. Wer nicht weiß, was Fanarts sind. Fanarts sind praktisch einfach Zeichnungen vor Apollo, wo ich irgendwie, keine Ahnung, Flo trolle oder wo wir einfach alle gemeinsam drauf sind. Ich, Easy, Flo und Tobs. Und ja, und hier habe ich schon ein paar was gezeichnet. Zum Beispiel hier LinaK05. Der hat so richtig cooles Fanart gebaut, gezeichnet, mit mir drauf, mit Izzy, mit Flo und Tobs, Hauptsache Tobs hat einfach die Augen zu. Wir halten so ein Schild mit Apollo und der Hintergrund ist richtig cool aus hier auch. Ja, wie gesagt, LinaK05 oder LinaK05, sorry, wenn ich es irgendwie falsch ausspreche oder so. Und genau, das nächste Fanart ist hier von KKeks83. Hier ist immer noch Twitter, KKeks83. Könnt auch irgendwie ein Follow da lassen. Und wer mein Twitter noch nicht kennt, @Jonas3300, wie hier eingeblendet. Einfach auf Twitter suchen, rechts oben bei Twitter, durchsuchen. Einfach eingeben und ja, dann könnt ihr mir auch ein Follow da lassen. Und genau. So, wie gesagt, den könnt ihr auch hier bei Twitter abchecken. Der hat doch richtig cooles Dings gemacht, ein Fanart. Mit so Kugeln, wie unsere Köpfe sind auch Kugeln und so. Und, keine Ahnung, das sieht irgendwie so klassisch, aber irgendwie cool aus. Vor allem Tobs ist da einfach gerade ein Ziegelstein. Sitzt ihr da, Ronja sitzt ja auch da. Flo hat aber eine Melone, also eine richtige runde Melone hier. Und ich habe einfach so einen kleinen Kaktus. Und zu Flo hat einfach so ein ich glaube, Ziehmelone, ich weiß jetzt nicht, wie genau das Design hier heißt. Auf jeden Fall auch so ein Melonenstück am T-Shirt hier. Und hier steht nochmal Apollo, so wie hier auch. Genau. Das nächste Fanart hier ist von der guten alten JaninaCraft13. Wer die nicht kennt, ist eine richtig beliebte Zeichnerin eigentlich. Auch auf Twitter, @JaninaCraft13 hier, unbedingt auch auschecken. Die macht richtig coole Zeichnungen. Zum Beispiel hier einfach die Apollo, das Apollo-Fanart. Hier, wo ich einfach drauf bin mit Tobs. Tobs hebt die Hand hier. Und Easy, Kaung, die macht auch mit der Hand hier. Und Flo hebt einfach Easy hoch und Kaung struggelt auch ein bisschen. Und genau, jetzt zum guter Letzt noch ein cooles Fanart hier. Von der guten alten ChaosTine44. Hier auch wieder ein Apollo-Fanart, wo ich und Easy und Tobs und Flo sich. Flo und Tobs schauen sich irgendwie böse an, weil die haben sich in der ersten Folge direkt gekillt. Und ja, hier noch Sonne. Ja, wie gesagt, aber auch hier Twitter. ChaosTine44. Sorry. ChaosTine44. Hier steht noch Name: Julian, Easy, Tobs und Flo hier. Aber richtig cool hier. Wie gesagt, ihr könnt auch mich auf Twitter hier markieren. Einfach ein Fanart einschicken oder einfach auf mein Discord. Zweiter Link in der Beschreibung. Einfach auf mein Discord gehen und in den Channel Fanarts hier einfach ein Fanart einschicken. Haben richtig viele schon so ein Fanart reingeschickt. Und, ja. So, genau. Heute wollte ich eigentlich hier, noch zum Dings gehen. Zu einer Farm, weil hier irgendwie bei der Farm, oh, warte. Hilfe, ein Monster. Warte, was? Warte, Villager? Hallo? Warte mal. Es macht mir Angst. Ja, wo bist du denn, Villager? Kommt der von Dings? Beim Dorf? Okay, warte. Hallo? Oh, Leute, hier ist wirklich ein Monster. Oh, hier ist, glaube ich, ein kleines Monster.
vom Monster. Warte mal. Ist irgend so ein kleines Vieh? Was ist das? Ist hier ein Monster? Was ist das da vorne? Okay, hier springt schon eine Villager rum. Hallo? Okay, das ist ein bisschen lange Füße. Bist du freundlich? Okay, ist definitiv nicht freundlich. Das ist ein Lottoman. Hallo? Achso, au. Okay, das ist definitiv nicht freundlich hier. Oh, aua. Okay, das macht sehr viel Schaden. Okay. Das hat richtig eine Range. Oh, ich hab wenig Leben. Oh, aber es kommt ja nicht vorbei. Das ist das Gute. Wie kommt das überhaupt rein hier, das Vieh? Oh, ich kann hier den die PvP-Taktiks machen, schau. Oh, okay. Viel Leben. Okay. Ich weiß nicht, wie viel Leben das hat. Das hat, glaube ich, schon 5 Hits hier kassiert. Bam. Oh, oh. Muss ich mal schauen, dass ich nicht sterbe. Ich hebe mich mal hoch hier. Was ist Lotto, Mann? Shinebox, there's something heavy inside. Okay, da ist irgendwas Schweres hier drinnen. Okay. Oh, oh. Okay, warte mal. Ich kann eigentlich mein Schild reinnehmen, oder? Eigentlich kann ich es so machen. Ja, ich... Oh, oh, okay, es ist nicht gut. Oh, oh. Oh, oh, okay, ich habe 1,5 Herzen, das ist nicht gut. So. Oh, ich bin immer noch tot. Oh, oh. Okay, okay, okay. Ja, alles gut. Das Schild ist richtig... Aber schon fast komplett benutzt. Ah, ich gebe die Hits hier raus, so. So. Lol, es ist tot, okay. Hast du gedroppt? Lol, das hat ja alles gedroppt. Lol. Vielen, vielen Dank. Okay, ja, danke, Villager. Ist aber was reingefallen? Nee. Lol, ich hatte Zombies. Runebox. The box rattles, wenn you shake it. Lol, die Box rüttelt, wenn man hier irgendwas. Wenn man die. Wenn man die schüttelt. Sounds fragile. Better open it. Es schaut. Hört sich gut an. Ich soll es lieber öffnen. Golden Case. Lol, was hab ich alles gekriegt? Golden Coin? Okay, und 64 Kupfercoins. Das ist noch der eine Villager. So, Lotto Man. Lotto die Lotti Man. Ich könnte mir Gem Bag. Filled lots of shiny rocks. Dings könnte ich mir noch nicht holen. Aber ich kann mir ein Gem Bag holen. Was? Okay, jetzt mache ich ein Case Opening, ja? Und ich muss erstmal essen hier, nicht, dass noch so ein Monster kommt. Da ist noch ein Lotto Man um. Okay, Gem Bag. Was bringt ein Gem Bag? Okay, I don't know. Tokens. Baron Tokens, okay. Okay. Golden Case. Was bringt eine Golden Case? Iron Broadsword, okay, Iron... Attack Damage 8, okay, das ist besser als meine Dings hier. Und, Broadsword, ist das groß? Ne, ist einfach nur ein ganz normales Schwert. Das sieht einfach aus, als wäre es ein Holzschwert. Dabei ist es einfach irgendwie hier ein richtig gutes Schwert eigentlich. Okay, nächstes hier. Also, das rüttelt, wenn man das schüttelt. Das rüttelt, wenn man das schüttelt. Und was komme ich raus? Was ist das? Poison Rune? Achso, das sind die ganzen Dings, gell? Die ganzen für den Stab. Magic Damage, was macht der eigentlich? 5 Magie-Damage. 3 Windrunen, was? Rune to Cry, 3 Windrunen. Okay, ich glaube, man braucht 3 Windrunen, dass man das hat. Aber ich habe nur 2. Nur das Dings hier. Jetzt kriege ich hier was. Oh, was ist das? Small Skill Crystal. Ein kleiner Kristall, ein Skill Kristall. Okay. Also, ignore Skills unter Level 15. Das heißt, alle Skills unter Level 15 sind eigentlich egal hier. Aber wo kann ich das reingeben? Kann ich das irgendwo reingeben? Oder kann man das irgendwie, warte mal. You must have one skill between 15. Okay, ich muss einen Skill zwischen 15 und 100 haben. To use a crystal. Skill crystal hier. Aber oh, los, hab ich alles gekriegt. So, ich glaube, ich gehe mal hier nach Hause. Hier ist noch deine Witcher. Hallo, Lotto Man. Ich weiß immer noch nicht, was eine Shiny Box ist hier. Aber da ist irgendwas Schweres hier drinnen. Aber es kostet 7 Goldcoins. Ich habe jetzt noch ein bisschen wenig. Hallo. Was sind die alle eingesperrt? Keine Ahnung, hier sind noch Kühe, das heißt, wenn wir irgendwie hier Kühe brauchen, ich gehe mal hier das Schild wieder aus dem Inventar. Und, ja, so, aber das Schwert ist richtig cool. Berserker, Level 1, ich glaube, das levelt sogar, ne? Okay, das ist scharf. Plus 10% Attack Damage, oh. Hallo, gibst du mir das? Warte mal, was ist das? Hier, ne, wir nehmen dieses Belohnung. Was ist das? Amethyst, Chestplate, Amethyst, Grants Immunity, warte mal. Achso, lol. Ich glaube, das ist Amethyst, gell? Lol, mit Diamonds craften und wie cool ist das, lol? Warte mal. Amethyst? Also kann man doch was mit Amethyst machen. Ihr habt gesagt, da kann man nichts machen. Okay, richtig cooles Schwert kann man ja auch machen aus Amethyst. Amethyst ist ja richtig wichtig, sag das doch. Aber wenn man hier die volle Rüstung hat, glaube ich, ist man immun für Fall Damage. Okay, meine Rüstung hat gerade nur 5 Rüstungsbalken, das sind irgendwie 7. Okay, das nehme ich natürlich an, aber lol. Jetzt habe ich so eine pinke Dings hier. Pinke Chestplate. So, dann baue ich jetzt wieder ab. Und ja, Villager, habt noch irgendwie einen schönen Tag hier. Dann gehe ich wieder nach Hause.
Hier ist immer noch den Schnitzeltower. Ich weiß nicht, wie ich den nennen soll. Ihr könnt doch in den Kommentaren schreiben, wie ich den jetzt hier nennen soll. Irgendwie Schnitzeltower oder Kaktus Tower. Ich weiß nicht, oder Franzl. Nee, Franzl Tower nicht. Aber Kaktus Tower oder irgend sowas. Ja, wie gesagt, hier, apropos Franzl. Wie gesagt, Johannes hat 30 Punkte Job hier für die coolen Designs hier im Hintergrund. Und, ja, so. Genau. Ich glaube, ich craft mir jetzt erstmal den Dings. Oder ich habe 40 Charger, also von dem Boss hier, 40 Flash kriegt. So kann ich das jetzt craften in Wand, gell? Dann kann ich wirklich craften. Kann man mit dem Ding was machen? Windstuff. Okay, Runes required. 3 Runen braucht man praktisch. Lol, ich glaube, das macht so ein Tornado, so eine Art. Ich weiß nicht, was es genau macht. Ich gebe das mal hier lieber rein hier. So irgendwie. Okay. Das heißt, die Poison Rune hier, die Rune, so. Gebe ich, glaube ich, auch mal hier rein. Und, genau, ihr habt doch gesagt, ich soll jetzt so eine Wallet craften. Dann gebe ich mal eine Wallet. Soll ich mir irgendwie craften? 4, 5 Leder und ein Papier. Das heißt, warte, ich lag mal die ganzen Sachen hier ein. Und hier haben wir noch den heiligen Penny. Ich glaube, was war vorige Folge? Vor 2 Folgen, glaube ich schon. So. Hier, das kann ich gleich braten hier. Ist noch ein bisschen Steak drin und Steakeredo. Alright, so. Ein bisschen braten. Ich hoffe, das reicht hier. Das wird schon reichen, die Kohle. Müsst unbedingt demnächst wieder minen gehen. Ich weiß nicht, ihr könnt irgendwie in die Kommentare schreiben, ob ich irgendwie alleine minen gehen soll oder irgendwie nicht. Wie gesagt, einfach in die Kommentare schreiben und einen Like da lassen hier. Wenn ihr hier mehr Dings wollt, wenn ihr mehr hier Apollo wollt. Warte mal, wo sind die Mob-Drops? Ich glaube, die waren hier. Warte, hier waren die Mob-Drops, genau. Noch Federn. Strings haben wir auch noch ein bisschen. Genau, so, Mindpad. Und die Crystals gebe ich, glaube ich, irgendwie hier rein, denke ich. Hier, so. Die Schere, keine Ahnung, die kann ich auch noch nach oben geben. So, die ganzen Zeug hier. Und den kann ich auch noch hier reingeben, weil den kann ich noch nicht benutzen hier. Skill up Level 15. Und genau, Schnitzelhaus. Genau, apropos Schnitzelhaus. Schnitzelhaus kann ich auch demnächst hier bauen, irgendwie für den guten alten Zeus hier. Ich frage mich eigentlich, wo der Zeus gerade ist. Genau. Und vorige haben die Statue hier gebaut. Richtig cool. Einfach unbedingt rechts oben beim IH auschecken. Und, genau. So, ich fahre mir noch ein bisschen Dings ab. Und ich brauche auch hier Sugar Canes. Sugar die Schuck Canes. So. Und. Oh. Hallo, Untertan. Okay, ich. Ah, hier bist du. Oh, hi. Ich glaube, du bist gerade vom Himmel wieder gesprungen. Ja, hi, Dings hier. Hi, Zeus. Ich habe schon 20 Minuten nichts gegessen. Ja, ja, hier ist zu essen. Ja, okay. Ich gebe ihm extra viel hier. Ja, seit 20 Minuten. Seit 20 Minuten, warum? Okay, seit 20 Minuten. Warum? Ja, okay, hier ist was zum Essen. 20 Minuten, okay. Ja, tschüss hier. Sag einfach Bescheid, wenn du das nächste Mal hier Dings essen brauchst. Ja. Oh, ich hab Angst, dass sie mich irgendwie. Keine Ahnung, der sagt der ganze Zeit Untertan. Ich habe Angst, dass sie mich irgendwie, Blitz auf mich fallen lässt oder so. Wenn ich nichts zu essen gebe. Oder was eigentlich, wenn er verhungert? Wann habe ich keinen Gott mehr und dachte, bin ich irgendwie schlecht gegen die anderen Götter irgendwie. So, genau. Ich brauche noch Papier hier. Papier, die Dears, ja. Und Leder. Wo habe ich das Leder reingeben? Hier ist das Leder, genau. Und ihr habt auch noch geschrieben hier, ich soll mir einen Hang Glider machen. So ist das jetzt ein Wallet? Oh, lol, total. Okay, da wird sogar die Totalsumme hier angezeigt. Kann ich hier gleich alles reingeben? So. Ich habe $80, eigentlich richtig viel. Oder hier sieht man sogar das Geld hier. Da wie cool. Genau, einen Hang Glider wollte ich noch machen. Hänge die Hang Glider. Hang Glider hier. Wie macht man das hier? Das heißt, 5, 6 Dings für das eine. Und 6, das heißt 12 Leder für das hier. Und das einfach mit Eisen. Okay, das heißt, Sticks, 12 Leder. Das heißt, warte mal. 12 Leder insgesamt. Das sollte eigentlich ausgehen hier, irgendwie so. Wie macht man das? Warte mal, wie macht man das? So mit 2 Sticks. Okay, mit 2. Das heißt, habe ich den einen Teil. Hier irgendwie. So. Und den mittleren Teil mit Eisen, denke ich. Habe ich Eisen? Ja, ich habe ein bisschen Eisen hier. So, irgendwie so, denke ich. Oder warte mal, wie craft man das? Ah, hier, genau, so. Das heißt, ich kann jetzt so. Und ich habe einen Hangglider, nice. Alter, das ist richtig cool, gell? Ich habe da auch schon einen anderen Modpack hier gehabt. Das ist richtig cool. Kann ich eigentlich von meinem Dings hier, von meinem Tower hier runterspringen? Oder, also, ich kann praktisch nachher gliden. Ich habe jetzt, glaube ich, irgendwann Essen hier. Weiß ich, wie man das Essen genau nennt hier. Ihr könnt auch in den Kommentaren schreiben. Das Charger Shank. Kann man das nennen? Ich glaube, das ist so ein Schenkel von irgendwie so ein Charger, was auch immer ein Charger ist. Genau. So, dann gleich das wieder ein hier. Und,
So, Papier, Papier, Papier. Wo kann ich Papier hingeben? So. So, es wird schon mal passen. So, so. Okay, genau. Heute wollten wir noch nämlich eine Quest hier machen. Eine gute alte Quest, Regino. So, ich wollte schauen, was gibt's hier? Drawing Business. Was ist Business? Öffne einen eigenen Shop und spawn. Leute, das ist eine Quest? Ich wollte literally einen eigenen Shop hier bauen. Ich glaube, das machen wir nächste Folge. Erkunder. Besucht die Häuser alle drei Spiele. Okay, das habe ich auch noch nicht irgendwie. Padawan. Erreiche für Level 5 eines Skills. Ich weiß gerade nicht, wie man Skills öffnet. Ich glaube mit O, I. Warte mal. Ist das hier das Böse? Ich glaube, ich schaue hier irgendwie demnächst auch, wie man Skills hier öffnet. Warte mal. So. Was gibt's hier? Padawan. Diener. Warte mal. Missionär. Mythologie. Schließ dir deine Gottheit an. Okay, das habe ich schon. Missionär. Fülle eine Quest eines Gottes. Habe ich auch schon. Diener. Mache dein Gott ein Geschenk. Ein Geschenk. Okay. Ein Geschenk. Weiß nicht, was er mag hier. Magischer Apfel, das hat er mir gegeben, magischer Apfel. Oh, er hat schon wieder Hunger. Ja. Hier hast du drei Schafsfleisch. Hallo? Wo ist er? Ich denke, er ist gerade noch irgendwo. Ah, hier ist er, okay. Ja, hier ist er schon wieder essen. Ja. Ich weiß, er wird so Tag zu Tag immer wieder dicker, aber ich habe nichts gesagt. Ja. Ja, essen. Ja, genau. Tschüss. Ich habe echt Angst, dass er irgendwie Dings. Der hat nicht mal normale Augen, genau. Warum ist es hier so ganz nett viel? Was bist du? Nervst mich. Kann ich gleich mein neues Schwert hier austesten? Das Level, glaube ich, hier auch. Aber ist eigentlich richtig gut, aber schaut aus wie ein Holzschwert. Kann ich mir jemanden irgendwie trollen? Was bist du und was ist das hier? Totem of Repairing Head? Totem of Repairing. Repairs a broken tool after it breaks. Das ist lol. Mit dem, wenn man hier zwei Sachen hat, kann man hier irgendwie eine Sache. Warum ist das schon wieder so ein Vieh? Böse. Lol, was hat das denn hier? Ein Dings gerade gemacht. Was ist das? Weiß ich nicht. Also mit dem Dings kann man so eine Puppe bauen. Das repariert praktisch ein Item, was schon zerstört ist. Okay, weiß nicht, soll mir noch mehr Chunks hier kaufen? Genau, ich wollte jetzt noch machen hier. Ich wollte noch ein Geschenk. Genau, Ehrung? Was ist Ehrung? Errichte eine Statue, die den Gott ehrt. Warte mal. Den Gott ehrt? Also stimmt, das habe ich schon, gell? Also kann ich das eigentlich machen hier? Den Gott ehrt. Ha, bam, so. Ich habe eigentlich eine Quest und das Dings gleichzeitig gemacht. Okay, Quest komplett. Ehrung. Okay, ich habe jetzt 20 Dings hier wieder gekriegt. Oh, oh, es backt hier. So. Ich habe schon 100 Dollar gerade. Ich weiß nicht, wie viel Tops gerade hat oder so. So, Iron Box. So. Und ich habe irgendwie nur Clay und ein Eisen bekommen. Was irgendwie nicht gut ist. Ich sage jetzt schon eins. Mob Drops. Ich habe noch nie einen Creeper eigentlich in dem Projekt gesehen. Ich weiß nicht, ob es den überhaupt gibt hier. So. Und ein Eisen, so. Was gibt's denn noch für Quests? Quest. Community, blend and fanart with on picture frame. Das kann ich auch schon machen hier. Ich glaube, ich spare mir mal jetzt irgendwie auf. Ich spare mir praktisch die Box mal irgendwie auf. Können wir den nächsten paar Folgen irgendwie, alle gemeinsam öffnen. Okay, Killerhändler habe ich noch nicht. Bauer, töte 15 Hühner. Okay, das kann ich auch in der nächsten Folge machen. Töte 25 Zombies. Okay, habe ich auch noch nicht. Begleiter, finde einen Begleiter oder ein Haustier. Ich weiß nicht, was für ein Begleiter ich hier mir holen soll oder so. Könnt ihr unbedingt auch hier in die Kommentare schreiben. Ja, unbedingt ein Like da lassen. Wenn ihr hier irgendwie wollt, dass ich irgendwie ein Haustier. Ich weiß nicht, was für ein Haustier. Ich weiß nicht, was hier alles gibt. Kann ich irgendwie so ein, keine Ahnung, Stinktier oder was ich da gefunden habe, irgendwie letztens zähmen oder so ein Typ, so ein Vieh mit zwei Beinen, so urlange. Ich weiß selber nicht. Und ja, wie gesagt. Einfach einen Kommentar schreiben, wie ich hier, was ich hier für ein Vieh hier sehen soll. Und ja, da würde ich sagen, lasst ein Like und ein Abo da. Und wie gesagt, einfach Glocke aktivieren, hier auf die Glocke neben Abonnieren drücken. Und abonniert mich unbedingt für mehr Minecraft Apollo hier. Und zweiter Link ist der Discord hier. Zweiter Link, Discord, könnt ihr mit den Fans da reinschicken. Einfach draufgehen und beitreten drücken. Und wie gesagt, Jonas30.job hier für die saftigen Designs hier, für die richtig coolen. Und für den Hoodie und für richtig cool. Ja, wie gesagt, hier ist nochmal das Design in normal hier. Ja, wie gesagt, liken, Abo da lassen und aktiviert die Glocke. Und ja, dann würde ich sagen, ciao!